Moin Moin, ihr Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stehe heute von YouTube-Kanal Modbox die Zapfsäule vor für Zivilmittel. Genau. Ihr kennt selber, ihr seid mit eurem Hex unterwegs, steigt ein und denkt euch, ihr habt was vergessen. Zivilmittel aufzuteilen. So, natürlich könnt ihr zum Shop fahren, euch eine Palette holen oder bringen lassen oder was auch immer. Oder ihr baut euch am Hof einfach diese schöne kleine Zapfsäule. Genau. Diese Zapfsäule wird zur Verfügung gestellt von Tentis Saturn, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und der, die Modder schreiben ihre Modbeschreibung, und diese Tankstelle, Zapfsäule für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von der Freunde Konsole, sprich PC, Mac, PS4, PS5, Xbox von Xbox Series. Auch irgendwie können zum Mod-Hub runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Mod schon gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, ihr kennt es ja, ne? Würden wir uns sehr freuen. Ja, ist eigentlich ganz simpel und einfach, ihr fahrt einfach hier ran. Er sagt euch oben, ihr könnt das, die Befüllung starten. Eigentlich. So, ja. Man sollte auch das Fahrzeug wechseln. Und dann soll es eigentlich gleich gehen. So, ich habe das Ganze für 18 Euro, habt das Ding einmal komplett mit, ich glaube, 20 Liter voll gemacht. Und jetzt könnt ihr rein theoretisch euer Orbis ausklappen. Und loslegen. Ja. Texturtechnisch, ich glaube, jeder, der so ein bisschen das Spiel kennt, weiß, dass das von das Design von der Methan-Tankstelle ist. Von Bio, ja, Methan ist das, ne? Für den Methan-Traktor, den wir auf dem Server auf dem Spiel haben, im Spiel haben. Und aber halt so umgeschrieben, dass man einzelne Lebensmittel holen kann. Hat dann den Vorteil, man muss sich dauernd irgendwo hinfahren. Man tankt den dann voll. Und wenn er wiederkommt von der Hexaktion, sauber gemacht, vollgetankt, dann ist er halt für den nächsten Einsatz immer ready. Finde ich persönlich eine coole Geschichte. Klar, es ist kein Highlight, kein absoluter Brenner, aber immerhin. Ja. Und dann mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, außer dass wir. Oh, Moment, bevor. Bauen. Ich zeige es, wo steht. Unter Gebäude, unter Tools. Habt ihr hier für 5000, habt ihr dann die Anlage stehen. Das wollte ich euch mal zeigen. Ne, damit ihr auch dann dementsprechend wisst, wo ihr es findet. So, jetzt aber mehr kann ich euch dazu wirklich nicht sagen. Außer dass, wenn es euch gefallen hat, Däumchen unten lassen, Glocke aktivieren. Kommentare lassen, würden wir uns sehr darüber freuen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.